Christoph Jeitto inszeniert in der Komischen Oper Berlin einen sehr ungewöhnlichen Doppelabend mit den beiden Opern Gianni Schicchi von Giacomo Puccini und Herzog Blaubarts Burg von Béla Bartók. Bei Gianni Schicchi handelt es sich um den dritten Teil des sogenannten Triptychons von Puccini. Gianni Schicchi folgt den beiden Tragödien Der Mantel und Schwester Angelika. Gianni Schicchi ist die heitere Komödie, die den Abschluss bildet. Und Bartoks Tragödie, Herzog Blaubarts Burg, wird oft mit ähnlich rätselhaften oder düsteren Werken aufgeführt. Reicht die Tatsache, dass beide Werke 1918 uraufgeführt wurden, also noch im Ersten Weltkrieg komponiert wurden, aus, als Grund für diesen Doppelabend? Sicher nicht. Ich war zu Beginn des Abends skeptisch, ob diese beiden so unterschiedlichen Werke, die leicht dahinfließende Komödie und das schwere Psychodrama, zusammenpassen. Aber nach der Aufführung kann ich sagen, das hat alles Sinn. Im ersten Teil sehe ich eine Familie, die ein Testament fälschen will, um sich am Erbe eines reichen, ungeliebten, gerade verstorbenen Familienmitglieds zu bereichern. Aber sie werden alle selbst geprellt und betrogen von dem noch brutaleren und egoistischeren Gianni Schicchi, der in die Rolle des schon Verstorbenen schlüpft und vor dem eilig herbeigerufenen Notar ein Testament zu seinen Gunsten diktiert. Zwar lachen wir in dieser Komödie, doch die Boshaftigkeiten der einzelnen Familienmitglieder und die Bereitschaft der ganzen Familie, Illegales aus Eigennutz zu tun, muss man als Beispiel für gesellschaftliche Fehlverhaltensweisen sehen. Auf einige Albernheiten in der generell etwas klischeehaft inszenierten Komödie hätte man gerne verzichten können. So überzeugt zum Beispiel das Bild des Familienmitglieds, das in Erwartung großen zukünftigen Reichtums den Kot des Verstorbenen aus dessen Bettpfanne isst, ohne es zu merken, wenig. Im Zwei-Personen-Stück Herzog Blaubarts Burg, das sich nahtlos und zu Beginn im selben Bühnenbild anschließt, sezieren Blaubart und seine neue Frau Judith sich und ihre Beziehung brutal, gnadenlos, ohne Mitleid und ohne Hoffnung bis zum Tod Judiths. Sie wird am Ende durch Blaubarts Unterleib erstickt. Zu Beginn kam sie in die scheinbar intakte Burg Blaubarts, das bürgerliche Schlafzimmer, in dem zuvor Gianni Schicchi spielte. Dieses Bühnenbild löst sich im Verlauf der zweiten Oper immer mehr auf. Judith soll 7 Türen in der Burg nicht öffnen, es gelingt ihr aber, die Öffnung dieser 7 Türen zu erzwingen. So sieht sie in die Innenräume der Burg, die immer mehr zu Innenräumen Blaubarts werden. Folterkammer, Waffenkammer, Schatzkammer, Garten, Reich, Tränensee und zum Schluss das Verlies der toten Vorgängerinnen müssen wir als Zuschauer an Judiths Stelle imaginieren. Bieto schafft insgesamt eine bedrückende Atmosphäre. Beim Nachdenken über die Bilder erweisen sich auch scheinbare Provokationen des Regisseurs als stimmig und nachvollziehbar. Die Schatzkammer ist zum Beispiel eine Reihe von Pissoirs, aus denen Blut geschöpft wird, mit dem die Protagonisten sich beschmieren. Das ergibt durchaus Sinn. Reichtum kommt sicher nicht von allein,
Er wird schmutzig erwirtschaftet. Im Ensemble der Oper Gianni Schicchi glänzen Kim Lillian Strebel und Christoph Späth. Bei den anderen bleiben einige Wünsche offen, ebenso bei den zwei Solisten der Oper Herzog Blaubarts Burg. Der Dirigent Hendrik Nanasi leitet das Orchester gekonnt durch die zwei sehr unterschiedlichen Partituren. Zurückhaltend Filigranes schwebt auf, aber auch auftrumpfende Passagen glänzen im Raum. Theater. Viel geweint und viel gelacht, viel nachgedacht und selbst gedacht, so soll es sein.